Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 1. Ja, wir sind jetzt hier in eine laufende Map mal reingekommen. Ah, fuck. Und ich werde natürlich direkt erschossen. Ich habe ihn zwar gerade erwischt, aber das war leider ein bisschen zu schlecht. Ich werde aber jetzt direkt nochmal spawnen. Ich hoffe zumindest, dass es noch funktioniert. Hücum kıtası askeri. Ona dikkat eyleyin. Okay, wir haben auf jeden Fall den Feind gerade angehittet. Okay, den haben wir schon mal. Da ist aber irgendwo noch einer. Okay, da haben wir einen Hilfe-Kill für bekommen. Ist hier noch einer oder war es das? Ich hoffe, das war's. Ich leg mich mal am besten hin. Wow. Das hat gerade ganz schön gekracht, ja. Okay, da sehe ich aktuell... Da waren zumindest gerade welche. Ich werde jetzt auch vielleicht mal öfters mal den Sniper hier nochmal ausprobieren, weil ich mit dem auch gerne ein bisschen besser umgehen möchte, beziehungsweise umgehen können möchte. Denn in Spielen wie Battlefield 4 oder so, da habe ich die echt sau gerne gespielt. Da kam ich eigentlich echt gut mit dem Sniper zurecht, aber hier in Battlefield 1 hat es noch nicht ganz so hingehauen. Aber das möchte ich halt, wie gesagt, gerne ändern. Dass ich hier jetzt auch etwas besser werde. Okay, der Punkt wird gerade übernommen. Okay, den haben wir schon mal. Das hat auch gerade ganz gut funktioniert mit dem Kill. Okay, den habe ich zwar verfehlt, aber er ist trotzdem down gegangen. Mal kurz in Ruhe nachladen. Wir haben auch einen anderen Waffenskin. Ich habe nämlich mal ein Battle Pack geöffnet. Vielleicht öffne ich dann demnächst mal mit euch zusammen ein paar von den Battle Packs. Okay, da scheint alles jetzt frei zu sein. Gehen wir uns mal so ein bisschen Richtung C. Wow. Den haben wir mit der Pistole ausgeschaltet, aber ich habe ganz schön einstecken müssen. Autsch. Da war ich leider etwas zu langsam in dem Moment. Aber gut, wie gesagt, wir sind ja gerade erst reingekommen, wir sind in ein laufendes Match reingekommen, die Map kenne ich auch gar nicht. Also von daher bin ich da noch eigentlich zufrieden mit. Spawn jetzt extra hier so ein bisschen außerhalb, damit wir zum einen die aufhalten können, die ja zu E wollen und gleichzeitig können wir vielleicht ein bisschen nach A hinschleichen. Okay, den haben wir. Das hat uns aber auch gerade ganz schön viel Schaden gemacht. Ich hätte nichts dagegen, wenn hier irgendwo ein Sunny in der Nähe wäre. Langlaufen. Vielleicht können wir die ein bisschen von der Seite erwischen. Könnten wir zumindest unserem Team ein bisschen helfen. Das hat gerade schon funktioniert. Ah, verdammt. Da war ich zu langsam. Ach ja. Ja, es wird zu langsam. Also so langsam spielt man sich ein. Wie gesagt, mit dem Ding ist jetzt das Lawrence von Arabien Gewehr.
Das ist eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Aber wie gesagt, es ist halt alles auch so ein bisschen Gewöhnungssache. Da habe ich aktuell keinen. Okay, da ist einer. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich weiß, dass er da ist, aber wo genau? Ja, sehr schön. Abschusshilfe. So muss das sein. Okay, B nehmen wir jetzt noch. Irgendeiner muss hier in B noch sein. Oder? Ne, haben es jetzt eingenommen. Okay. Kam mir nämlich gerade so vor, als wäre es noch nicht eingenommen worden. Laufen wir mal hier unten lang. Okay, hier ist einer von unserem Team. Ich würde gerne wieder so ein bisschen ausnutzen. Ah, okay, da dürfen wir nicht lang. Ich glaube, da können wir auch nicht hochklettern. Wir haben Einsatzziel David verloren. Ja, wir gehen erstmal Richtung A, wäre glaube ich am sinnvollsten. Oh, Granate, Granate. Okay, das war eine Brandgranate. Ja, verdammt, weil ich runtergerutscht bin, konnte ich nicht auf den schießen. Und dann verschieße ich so dermaßen. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Okay. Wow, Alter, hat der mich gerade erschrocken. Das war aber auch ein Schrei von dem Typen, Alter. Okay, ich glaube, ich werde aber jetzt nochmal zum Sturmsoldaten überwechseln. Okay, hier sind alle abgemäht worden. Alter Schwede. Okay, hier wird gerade eingenommen. Ach komm, das spawnen wir auch mal bei dem, ja. Können wir zumindest noch beim Einnehmen von E vielleicht behilflich sein, schnell. Das wird zumindest da auch ein paar Punkte noch kriegen, ja. Sehr schön. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Gucken wir mal, vielleicht C angreifen, das ist glaube ich das nahegelegenste. Okay, da haben wir zumindest ein paar Feinde gerade getroffen. Oh, das war eine Granate. Ich weiß nicht, ob da noch was bei war. Auf jeden Fall qualmt sie gerade. Das ist. Wow. Okay, das waren einfach gerade viel zu viele. Ah, da konnte ich wirklich nicht viel halten. Obwohl, ich glaube, das mit dem Sturmsoldaten ist gar keine so gute Idee jetzt gewesen. Ich glaube, Versorger könnte vielleicht sogar mehr Sinn machen. Denn das die Waffe verzieht, glaube ich, nicht so sehr. Dann nehme ich mal eine Haftmine. Und spawn mal schnell bei E, bevor die das einnehmen. Da vorne. So, eigentlich hier hoch. Verdammt, einen erwischt. Dann hat mich leider einer mit der Pistole abgeballert. Ah, verdammt. Sieht gerade nicht so gut aus für unser Team. Ich kann auch aktuell nur bei B oder bei D spawnen. Vom Team ist leider keiner hier in der Ecke unterwegs. Spawnen wir mal bei dem, ja. Alter, ich spawne und er will mich direkt über den Haufen schießen. Du Drecksack. Okay, D gehört uns. E nehmen wir gerade ein.
Okay, versuchen wir mal unsere Richtung C zu knüppeln. Sehen. So, können wir, wenn da einer langläuft, oder ist das Ding gerade in Luft hier? Wow. Da kracht es gerade ganz schön. Alter, was geht denn jetzt hier ab? Okay, da ist eine Gasgranate. Da gehe ich lieber nicht lang. Und hier hinten wird auch gerade scharf geschossen. Wow. Nein, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Ah, hier ist immer noch dieses scheiß Gas. Habe ich noch erwischt leicht, aber das hat leider nicht gereicht. Ärgerlich. So, habe ich denn irgendeine andere Waffe vielleicht, die ein bisschen mehr Wumms hat? Ein MG könnten wir uns mal ausstatten. Wir haben Einsatzziel David verloren. Wir nehmen die wir mal haben mit. Einsatzziel Albert oh, erobert. Wir haben ja fast alles verloren gerade wieder. Ja, okay, an die Waffe erinnere ich mich noch aus der Kampagne. Da fand ich das so ein bisschen störend, dass hier das Magazin so einmal, wow, im Blick ist. Haben die uns aber gerade ganz schön einen eingeschenkt. Ich hoffe, die Jungs, die da gerade angegriffen haben, sind draufgegangen. Okay, unser ganzes Squad ist hier gerade. So, jetzt hier in die Ecke. Dann hoffen wir, dass wir das hier schnell eingenommen kriegen. Denn punktemäßig sieht es momentan sehr, sehr schlecht aus für uns. Ich glaube nicht, dass wir das noch gewinnen können. Wow. Aua. Ich habe gerade ganz schön eine abbekommen. Ach, scheiße. Verdammt. Ah, läuft er noch rein? Läuft er noch rein? Ah, anscheinend nicht. Schade. Hätte ja sein können. So, aber das, wie gesagt, das Ding ist jetzt nicht so geil gewesen. Teleskop. Oh komm, nehmen wir das mal. Das hört sich ganz gut an. Na, obwohl. Das ist natürlich geil, wenn du gerade schießt. In dem Moment läuft der eigene Mann einem voll vor die Flinte. Ach, ernsthaft, Feuer. Wow, ganze 7 HP hatten wir gerade. Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Wow. Alter. Mensch, wie viele Granaten haben die denn? Das ist doch unfassbar. Okay, das Visier. Okay, er ist hinter mir. Sehr interessant. Okay, das Gewehr, das Visier ist nicht so der Hammer. Um da auf die, auf nahe Gegner zu machen. Dann mache ich lieber nur auf Visier. Das dürfte wahrscheinlich mehr bringen. Wir haben jetzt zwar einige Gebiete eingenommen, aber von den Punkten her sieht es halt aktuell nicht so rosig aus. Ziel Cäsar.
hinten sind sie auch schon am Einnehmen. Ja, das werden wir leider nicht mehr hinbekommen, aber wir haben zumindest eine, ja, noch positive KD. Dass ich das auch noch als noch erwähnen muss, das ist schon traurig gerade. Okay, jetzt ist es... Ah, verdammt. Richtig, richtig ärgerlich. Ich glaube, mit dem Sturmsoldat habe ich doch eben dann doch irgendwie mehr ausgerichtet. Gehen wir mal dahin. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Aha, Order! Jo. Ich habe hier natürlich die Waffe, die auf Fernkampf am ungeeignetsten ist. Immerhin den haben wir schon mal. Wow. Und dann hat's uns dann doch noch zerklatscht. Scheiße. Ich glaube, jetzt haben wir gleich alle Punkte verloren. Schnell spawnen. Komm, lass mich spawnen. Ich glaube aber nicht... Ja, die brauchen nur noch 3 Punkte. Ah, schade. Ah, das war jetzt nicht so geil. Naja, aber wir haben es eine Zeit lang ganz gut hinbekommen. Aber gut, kann halt nicht immer so gut funktionieren. Aber wie gesagt, ich spiele den Multiplayer auch noch nicht allzu lang und auch noch nicht so regelmäßig. Und wie gesagt, es ist ja jetzt auch nicht das einzigste Spiel, was ich spiele. Von daher, da werde ich sowieso nie der Pro drin sein. Aber es hat auf jeden Fall wieder richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und ja, Auszeichnungen kriegen wir auch wieder eine ganze Menge. Gucken, ob wir das Battle Pack noch kriegen. Sieht aktuell nicht danach aus. Auch Level Up kriegen wir nicht. Jetzt gehen wir mal gerade ins Hauptmenü. Da möchte ich nämlich ein paar Battle Packs mit euch mal kurz zusammen öffnen. Denn ich habe mittlerweile einige. Ich werde nicht alle öffnen, aber dass wir zumindest schon mal, weiß ich nicht, so 5 bis 10 Battle Packs schon mal öffnen. Da dürfte ja auch was ganz Nettes drin sein an Skins oder sonst was. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was man da alles rauskriegt, ob man auch extra Waffen darüber freischalten kann. Keine Ahnung. Was ich allerdings sagen muss, wenn man auf Spiel abbrechen will, das dauert übertriebenst lange. Ich weiß nicht, warum es so ist. Aber irgendwie bei dem Battlefield ist das so, keine Ahnung. Das hatte ich sonst keinem einzigen Battlefield. Aber gut, ich weiß nicht, keine Ahnung, ist halt so. Jetzt werden wir gleich ins Menü geschmissen, hoffe ich. Okay, sehr schön. So, wo war das denn? Battle Packs. Wo hatte ich die? Auf der Startseite hatte ich die. Genau hier. So, potenziell ein Objekt. Okay, hier kann man also auf jeden Fall ein paar nette Sachen kriegen. Wir öffnen mal ein Battle Pack. Die Animation ist, finde ich, auch ganz cool gemacht. Was haben wir denn hier? Ach komm, den Skin nehmen wir mal. Was haben wir denn da? Ein Säbelpuzzleteil. Puzzle hinzufügen. Öffnen wir direkt noch eins. Die Animation ist echt lustig, finde ich. Oh, eine goldene Pistole. Nehmen wir auch mal. Trupp XP Boost. Dann gehen wir jetzt mal direkt zur nächsten. Okay, den Skin finde ich jetzt nicht so hammer. Ich glaube, den verschrotte ich mal. Dann kriegen wir nämlich ein paar Schrottobjekte. Da kann man, glaube ich, auch irgendwas mitmachen. Knüppelpuzzleteil, okay. Ich würde sagen, noch mit dem hier noch ein weiteres öffnen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal 5 geöffnet. Dann können wir vielleicht, wenn die nächste Runde wieder was kürzer ist, eine öffnen. Ach komm, die nehmen wir mal. Noch ein Puzzleteil. Und
öffnen wir noch eine. So. Ich glaube, das dürfte dann erstmal die letzte sein, die wir dann für diese Folge öffnen. Okay, die finde ich jetzt echt langweilig. Darum, die werde ich mal verschrotten. Auch wenn das eine Legendäre ist. Truppen-XP, okay. Puzzles. Okay, dann, das heißt, wir könnten dann wahrscheinlich entweder damit was bauen oder keine Ahnung. Da haben wir was, da haben wir schon ein bisschen, was das jetzt genau bedeutet, keine Ahnung. Hier können wir was austauschen. Sind das jetzt alle Skins, die wir haben noch, oder wie? Ja, Battle Packs wollen wir jetzt keine holen. Da würde ich auch nicht ehrlich gesagt Geld für ausgeben. Gehen wir mal auf unseren Soldaten. Soldaten anpassen würde ich den Sturmsoldaten mal. Okay, wir haben ja, wie gesagt, noch nicht allzu viel freigeschaltet hier. Spezialisierung, Flak, Deck. Ah. Okay, interessant. Ich möchte den Sniper mir mal angucken. Da haben wir nämlich auch Flak. Zeit bis zur Heilung außerhalb des Kampfes verkürzt sich um 20%. Das dürfte, glaube ich, beim Sniper. Ach, man kann hier welche rausschmeißen oder was? Ah. Jetzt kapiere ich das. Das hört sich gut an. Deckung, Deckung, Deckung. Okay, das andere müssen wir noch freischalten. Das ist cool. Das heißt, wir können hier unseren Typen quasi in dem Fall umbauen. Hört sich schon mal ganz gut an. Community-Mission. Okay, Dienstaufträge haben wir noch nicht viel gemacht. Waffenzubehör haben wir eigentlich schon relativ viel. Obwohl da halt auch noch genug Sachen sind, die wir noch freischalten müssen. Ich würde gerne das Aussehen von denen ändern. Ich frage mich, geht das irgendwie? Ich glaube nicht, ne? Sehe ich jetzt ehrlich gesagt so nämlich nirgendwo. Bei Soldatenanpassung ist halt nur mit den Waffen und so. Italien haben wir auch bisher noch nichts. Ordensbänder. Ziele als Speer 7 in der Runde. Okay, ja, okay, gut zu wissen. Ja gut, ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach an der Stelle erstmal Schluss, Leute. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Also, haut rein!